Buonasera ragazzi, heute gibt es was aus Italien. Wie ihr dafür abgestimmt habt, machen wir heute was Italienisches. Was wir genau machen ist Pomodoro e Basilikum. Das sollte ich mal unbedingt nachmachen, laut Luigi. Aber bitte unbedingt nachmachen, unbedingt. Deswegen dachte ich mir, ich muss das unbedingt nachmachen. Und ja Freunde, wie immer, setzt euch hin, packt euch was zum Snacken. Viel Spaß mit diesem Video. Bevor es gleich rüber geht, wie immer Leute, fetzt diesen Abo-Button, lasst ein Abo da, lasst einen Daumen nach oben, aktiviert die Glocke für die Benachrichtigung, kommentiert, auf was ihr Lust habt, Freunde. Und ja, ich würde sagen, lasst uns jetzt rübergehen. So Freunde, die Zutaten findet ihr wieder in meiner Infobox. Und ja, wie ihr sehen könnt, brauchen wir nicht viel. Nudeln, Pomidore, Basilikum, 24 Monate gereife Parmigiano. Das Wichtigste ist, dass ihr wirklich frische Parmigiano besorgt, Knoblauch und Olivenöl. Womit wir jetzt allererstes anfangen ist, sind zwar schon fertig abgeschnitten, aber ich muss noch hier ein bisschen zupfen. Könnt ihr gleich sehen, werde ich ein bisschen zupfen lassen. So, da sind noch ein paar Stiele dran. So, müsst ihr gucken, dass wir die erstmal einen Bund davon erstmal abzupfen. Oh, ich krieg. Oh, dieser Geruch ist einfach einmalig, echt. Einfach einmalig. Ich liebe das. So Freunde, unsere Pomidore sind jetzt abgewaschen und die fangen wir jetzt an klein zu schneiden. So, was heißt klein schneiden? Die schneiden die jeweils hier, wie ihr sehen könnt. Machen wir das jetzt einmal so. Jeweils zur Hälfte. Und das machen wir mit den ganzen Pomidoren. Tomaten sind fertig und jetzt packen wir die alle wieder hier rein. Was unser nächster Schritt ist, Freunde, ist, wir packen uns jetzt eine Pfanne und fangen es langsam an, mit Knoblauch und Öl anzubraten. Vorerst, Leute, dass wir den Knoblauch auch schön in Stückchen schneiden, ne? So. Und das lassen wir jetzt schon mit Öl anbraten. Bevor es gleich mit Knoblauch anbraten losgeht, Freunde, das Wichtigste überhaupt, wenn man kocht, ist Wasser trinken. Jetzt packen wir unsere Oliven, also Öl, einmal schön voll. Jetzt können wir die Knoblauchstückchen hier reinballern. Okay, in der Zeit, Leute, packen wir uns einen Topf und füllen es mit Wasser auf und lassen es aufkochen. Weil gleich kommen die Spaghetti, Nudeln. Sorry an die Italiener, aber ich kann das nicht aussprechen. Tagliatelle oder so. Aber ich sag zu alles Nudeln oder Spaghetti. Unser Topf hier rein. Machen wir jetzt auch schon an. Öl. Ein bisschen Salz. So. Was wichtig ist beim Knoblauch, Leute, dass wir das nicht so verbrennen. Oder wirklich nur ein paar Sekunden lassen. Das muss schon erste Grad, muss schon wirklich abgebrannt sein. Müsste schon das erste Grad erreichen, ne, mäßig. So, wir sind schon ein bisschen zu lang. Ich mach's mal hier auf Hälfte. Jetzt sind die auf der ersten Stufe angekommen. Also wie ihr sehen könnt, ist das so goldbraun geworden. Und dieses Goldbraune behalten wir natürlich und packen jetzt unsere Pomidore rein. Und nicht zu vergessen, wenn wir das gemacht haben, Leute, kommen auch direkt Basilikumblätter rein. So. Lass ich mal schön anbraten hier. Jetzt können wir unsere Tagliatelle, so wie die heißen, reinpacken, Leute. So. Nudeln sind auch drin. Die sind jetzt auch fast fertig. Jetzt packen wir uns hier ein bisschen Nudelwasser, so eine Kelle. Okay, das ist richtig. Hier rein. Noch ein bisschen so. Und das lassen wir jetzt schön aufkochen. In der Zeit, wo ich das Ganze hier aufkochen lasse, erzähle ich euch mehr von Pomodoro e Basilikum. Pomodoro e Basilikum.
Pomodoro e Basilikum ist ein italienisches Gericht, das typischerweise aus Spaghetti, Olivenöl, frischen Tomaten, Basilikum und verschiedenen anderen frischen Zutaten zubereitet wird. Es soll ein schnelles und leichtes Gericht sein und kein Gericht mit schwerer Soße. Die Tomate gehörte zu der Familie Nachtschattengewächse und kommt ursprünglich aus Mittel- und Südamerika. Christoph Kolumbus brachte sie 1492 nach Spanien und Portugal. Von dort gelangten sie dann nach Italien. Pietro Andrea Mattioli gab ihr 1554 den Namen Pomodoro, auch genannt als goldener Apfel. Ursprünglich war die Tomate mehr eine Zierpflanze als ein Gemüse. Die Italiener waren die ersten, die sie als festen Bestandteil in ihre Küche einbauten. Die Herkunft des Basilikums ist heute nicht mehr feststellbar. Als Herkunftsgebiet wird Nordwestindien vermutet. Vorderindien wurde Basilikum bereits rund 1000 vor Christus als Gewürz-, Heil- und Zierpflanze kultiviert. Funde in Pyramiden belegen den Anbau in Ägypten bereits im Alter rum. Die Bezeichnung des Basilienkraut ist als Basilikum latinisiert aus dem griechischen Basilikon. In Griechenland gibt es bis heute zahlreiche Volkssagen um das Basilikum und dessen Herkunft. Neben der griechischen wird das Basilikum traditionell auch in der italienischen Küche häufig verwendet. Nach Deutschland dürfte das Basilikum im 12. Jahrhundert nach Christus gekommen sein. Wie ich mir es auch bei den anderen Gerichten vorstellen kann, zum Beispiel bei der Pizza Mozzarella Pomodoro e Basilikum, Pomodoro e Basilikum, sieht man die Flagge Italiens. So denke ich, sind die Rezepte bzw. Gerichte entstanden. Weitere Informationen über Pomodoro e Basilikum leider nicht gefunden. Wenn du mehr wissen solltest, dann schreib es in den Kommentaren. So, meine verehrten Zuschauer, ich hoffe, die Story hat euch gefallen. Denn jetzt geht's weiter, denn die Nudeln sind fertig und wie ihr sehen könnt, hat auch diese schöne Soße hier eine sehr schöne Farbe bekommen. Was wir jetzt machen, Leute, ist, packen uns die Nudeln jetzt. Diese, wie nennt man die? Tortellinis. So, Bismillah. Die packen wir jetzt schön hier drauf, alle. So, oh, sehr schön, sehr schön. So, ein bisschen was wir noch da drin. So, das ist aber noch nicht alles, Leute. Das ist nämlich fertig. Denn jetzt kommen wir zum wichtigsten und letzten Punkt. Unsere Parmigiano, das selber frisch gemacht werden muss. So. Das ist schon zur Hälfte. Seid nicht schüchtern bei Parmigiano. Also ihr könnt echt draufballern, so wie ihr es wollt. Da braucht ihr nicht schüchtern zu sein. So. Nur ein bisschen Salz und Pfeffer. Wie unser Freund Luigi sagt, nicht sofort Pfeffer und Salz drauf tun. Erst wenn du dich schmeckst, dann kannst du dir das selber Stück für Stück abschmecken lassen. So, nochmal Parmigiano. Das schadet nie. So, jetzt könnt ihr sehen, Leute, was für eine schöne Farbe die Nudel bekommen hat, Leute. Und das ist auch unser fertiges Gericht. Und das wird jetzt probiert. So sieht das schöne Löffel aus hier. Wow. Ey, Louis, du hast recht. Unbedingt nachmachen. Unbedingt. Wirklich, wie er sagt, nachmachen. Denn es ist sehr lecker, Freunde. So, Freunde, das war's auch wieder mit diesem Video. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solche leckeren Videos von mir sehen wollt, dann lasst mich jetzt wissen. Kommentiert, was ihr gerne haben wollt, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben. Fetzt diesen Abo-Button, Leute. Lasst uns die 1000 knacken. Aktiviert die Glocke, damit ihr nichts verpasst, Freunde. Und ja, dann fange ich an, diesen Teller hier hinter mir zu essen. Bellissimo. Und dann heißt es wohl wieder, bis nächste Woche Sonntag in aller Frische wieder. Peace out.